Kinder, in jedem Freundeskreis gibt es mindestens eine Person oder zwei oder tausende, aber niemand hat tausend Freunde, also vielleicht nur ich nicht. Auf jeden Fall gibt es mindestens eine Person, die coole oder der coole ist und die einfach alle, wo alle sagen, boah, der ist so cool oder die ist so cool und die Sache macht es so cool, die Sachen, die sie anhat oder er anhat, sind so cool und sein Leben ist so toll und ich wäre so gern wie er. Okay, deswegen habe ich mir natürlich mal die Frage gestellt, also wie jeder dahin vegetierende 18-Jähriger, bin ich eigentlich cool? Ich meine, es ist offensichtlich, dass es nicht so ist, aber hey, wir wollen natürlich auf der seriösen Seite testedich.de wieder mal etwas über uns selber rausfinden. So, ich habe den Test noch nicht vorher gemacht, ist ja klar. Und der heißt natürlich, bin ich cool? Fragezeichen. Und da gibt es so einen, keine Nachrichten jetzt, bitte danke, Girl. Da gibt es mal so einen Eingangstext, sage ich jetzt mal. Also der Test erstmal, bin ich cool mit Fragezeichen, das habe ich schon gesagt. Eingangstext, los. Wolltest du schon immer mal wissen, ob du in der jugendlichen Gesellschaft cool oder eher ein Nerd oder ein Loser bist? Fragezeichen. Finde es hier ganz einfach raus, indem du die folgenden 15 Fragen, dafür habe ich keine Zeit. Los geht's. Oh Gott, das fängt schon gut an. Hey, schön dich zu sehen. Du bist ein scheiß Test, du kannst mich nicht sehen. Also fangen wir an. Doppelpunkt. Wie geht es denn heute so? Okay, 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 passt. Wie es mir heute geht, daran wird festgesetzt, ob ich cool bin oder nicht. Ja. Oh Gott. Och, ich kann nicht klagen. Geil. Gleich habe ich noch eine Verabredung. Ich freue mich schon. Keine Freunde, keine Verabredungen. Das nächste ist, pff, beschissen, ich hasse mein Leben. Dauerzustand bei mir. Okay. Und das letzte, naja, kein Kommentar. Och, ich kann nicht klagen. Warum nicht? Wie war denn dein Tag bislang so? Das ist die gleiche Frage wie vorher, nur um die Ecke gefragt. Erst immer noch kein Kommentar. Zweitens, nicht schlecht. Drittens, auch geil. Und das letzte, naja, wie gesagt, ich hasse mein Leben. Nicht schlecht. Ich war zu Hause, habe nichts getan und ferngesehen. Nicht schlecht. Okay, aber jetzt kommen wir mal zu den eigentlichen Fragen. Jetzt geht die Post ab. Okay. Findest du eigentlich, dass du cool bist? Ja, natürlich. Uncool bin ich zumindest nicht. Uncool bin ich zumindest nicht, dass wir... Und das dritte ist Hust, ich denke eher nicht. Das letzte ist geht. Ich denke eher nicht. Wie viele Freunde hast du insgesamt? Bekannte zählen nicht. 1 bis 30. 10 bis 30, 30 bis 50, weniger als 10, mehr als 50. Ich bin immer noch bei 1, aber die Option haben wir ja nicht. Bis 30. Oh, ich bin so arm, ich weiß. Ist mir egal, 10 bis 30 ist die Antwort. Oh. Ja. Ja. Fünftens. Wie wichtig sind dir deine Eltern? Ohne meine Eltern geht wirklich nichts in Großbuchstaben. Meine Eltern sind mir total wichtig, normal wichtig, würde ich sagen. Drauf geschissen, ich komme auch ohne die Eulen. Also ohne meine Eltern geht wirklich nichts. Ich meine, hallo, es geht natürlich ohne Eltern gar nichts. Du kannst nicht zur Schule gehen, du hättest nichts zu fressen, du hättest, ach nee, einfach, es ging mir nichts ohne die. Oder meinen sie, oh, sagen wir lieber, meine Eltern sind mir total wichtig. Okay, sehr aufschlussreich. Smiley, auf welche Schule gehst du oder bist du gegangen? Hauptschule, Gymnasium, Realschule, Schule habe ich abgebrochen. Nein, ich bin auf ein Gymnasium gegangen. Ich bin sehr froh, dass ich da schon längst raus bin aus dieser Irrenanstalt. So, aber da ich jetzt raus bin, ist es keine Irrenanstalt mehr. Wie bist du, / warst du denn so in der Schule? Nicht so gut. Ich hoffe, ich bleibe nicht sitzen. Ich bin wieder Klassenbester geworden. Auch es läuft eigentlich ganz gut. Naja, nicht wirklich gut. Mir sind andere Dinge wichtiger. Naja, auch es läuft eigentlich ganz gut. Ist Interpretationssache. Ich bin immer gerade noch durchgekommen, also och, es läuft eigentlich ganz gut.
Ich merke, es wird Zeit für einen Themenwechsel. Ich wusste nicht, dass ein Test irgendetwas merken kann. Lieber Seelensturm von dieser tolle Test erstellt wurde. Oh mein Gott, Seelensturm ist auch schon so. Hat kein leichtes Schicksal. So. Wie viele feste Freunde, Freundinnen hattest du schon? 1 bis 5, mehr als 10, keine. 5 bis 10. 1 bis 5. Als ob ich das jetzt nachdenken würde. So, ich sitze bis morgen noch da. Wir sind jetzt bei Frage 9. Was? Und wie alt warst du, als du deinen ersten festen Freund hattest? 13 bis 15, 11 bis 13. Ich hatte doch noch keine. Älter als 16, 13 bis 15. Ja, ich war schon damals eine Spaß. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche beten. 10. Frage. Wie alt warst du bei deinem ersten Mal? Jünger als 13. Ich hatte noch nie. Älter als 16, 13 bis 15. Hihi, ich drücke einfach mal das, was stimmt. Glück. Ach ja, welches Wort benutzt du üblicherweise, um Sex auszudrücken? Ficken oder knallen oder bumm, Geschlechtsverkehr. Und das letzte, na Sex halt. Naja, das letzte, also ganz ehrlich. Anderes Thema, wie lange sitzt du täglich am Computer? 2 Stunden, mehr als 3 Stunden, 3 Stunden, 1 Stunde, mehr als 3 Stunden. Tut mir leid, ohne YouTube-Videos schauen geht halt gar nichts. Was ist am wichtigsten für dich? Partys und Freunde, Alkoholpartys und Freunde. Schön, dass sie das nochmal ausgebaut haben. Familie, Freunde. Jeder normale Teenager würde jetzt sofort sagen, Partys und Freunde. Aber eigentlich ist das ja Blödsinn, weil das ist nur so ein oberflächliches. Das sind natürlich Familie und Freunde. Aber man kann nur eins von beiden Augen drücken. Sagen wir Freunde, weil man in diesem Alter, glaube ich, eher sich so, wenn es so um Probleme geht, so an Freunde wendet. So, wenn man so, keine Ahnung, so, oh mein Gott, der Ulrich hat letztens gesagt, dass ich fett bin, da gehst du schon zur besten Freundin Ursula und quatscht mit der, ist mit deiner Mutti. Ihr wisst, was ich meine. So, welche Musik hörst du am liebsten? Hardcore, Jumpstyle oder auch Hip-Hop? Die aktuellen Charts? Von allem etwas? Punk, Gothic oder auch Metal? Von allem etwas, das wissen Leute, die mein erstes Video gesehen haben. Letzte Frage. Okay, jetzt die letzte Frage. Dann hast du es geschafft. Welches Wort benutzt am Ende eines Satzes am häufigsten? Klammer, danke, dass du diesen Test gemacht hast. Bitte, Alter. So, welches Wort benutzt ich am Ende eines Satzes öfters? Alter, Mann, Digga oder sowas benutze ich nicht. Nein, wenn, dann benutze ich das eher am Anfang. Also so. Sie meinten ja am Ende, deswegen sage ich sowas benutze ich nicht. So, Auswertung. Okay. Zu 53% sind sie. Naja, Punkt, Punkt, Punkt. In der jugendlichen Gesellschaft kommst du nicht ganz so gut an, denn du bist in ihren Augen eher uncool. Allerdings weißt du ganz genau, was du willst und du hast zwar nicht so viele Freunde wie andere, aber dafür kennst du dich voll und ganz auf sie verlassen, okay? Und deine Zukunft sieht auch ganz gut aus. Bleib so, wie du bist und lass dich nicht von diesen Obercoolen fertig machen. Ah. Dieses Video enthält nicht neue Informationen. Sie merken nun, dass ich uncool bin. Das ist mir egal. Ich werde trotzdem weiterleben. Also dann, Kinder, das war wieder mal einer dieser aufschlussreichen Tests. Jetzt bin ich viel schlauer und jetzt weiß, dass ich uncool bin. Deswegen werde ich mir, glaube ich, morgen nur noch Strickpullunders anziehen von meiner Oma. Weil ich muss ja dem Test auch irgendwie gerecht werden. Ist ja klar. Ist natürlich alles nur Blödsinn. Und wie gesagt, dieser Test sind einfach nur lustig. Also, wenn jetzt jemand glaubt, dass ich in die Ecke gehe und heule, weil der Test gesagt hat, dass ich uncool bin, dann habt ihr völlig recht. Spaß! Wenn euch das Video gefallen hat und dieser blödsinnige Test dazu, dann ist da einfach natürlich einen Daumen. Wie gesagt, abonniert sowieso für den Ort. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!